Meine Damen und Herren, ich sprach von dem, was wir gemeinsam erreicht haben. Dazu gehört, dass die erste Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 Deutschland weit weniger hart getroffen hat als viele andere in Europa und weltweit. Dem folgte ein Sommer, in dem wir im Rückblick gesehen wieder leichter leben konnten, bei Inzidenzen, die heute traumhaft erscheinen. 3 oder 4 Ansteckungen über 7 Tage auf 100.000 Einwohner. Dann, und das müssen wir zu den Lehren zählen, dann waren wir nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug. Wir haben auf die Anzeichen der zweiten Welle und die Warnungen verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hin nicht früh und nicht konsequent genug das öffentliche Leben wieder heruntergefahren.